Slowenischer Partisan in Kärnten, am Sterbebett. Die jugendliche windische Kärntnerin Frieda Paulitsch wurde im Jahr 1945 im österreichischen Kärnten von den Partisanen eliminiert. Das Mädchen haben wir vergewaltigt, getötet, daraus ein Gulasch gekocht und gegessen. Nun haben sich die Verwandten und Nachkommen von Frieda Paulitsch entschlossen, online zu recherchieren. Eine umfassende Familienrecherche und weitere historische Hintergründe zum Mord an Frieda Paulitsch wurden seitens ihrer Nachkommen rekonstruiert, online im Netz, http://friedapaulitsch.at. In Kroatien sind stetig innenpolitisch die Massaker der kommunistischen Partisanen vom Mai 1945, kroatische Tragödie von Bleiburg, die ihren Ausgang am Unterloaibacher Feld genommen haben, aktuell. Während die einen mit Würde und Pietät ihren Verstorbenen gedenken, gibt es leider viele, die wieder den Tatsachen und dem gesunden Verstand, Verständnis und sogar Zustimmung für die Massenmorde der kommunistischen Zjud-Partisanen äußern. Als jemand, der sich jahrelang mit diesem Thema intensiv beschäftigt, würde man glauben, das Schlimmste, was ein Mensch dem anderen, ideologisch getrieben, imstande ist anzutun, aber dem ist leider nicht so. Am Tisch liegt ein Dokument, das mich derart schockiert, dass ich Stunden brauchte, um wieder einen klaren Kopf zu bekommen. Ich kämpfte innerlich fast ein Jahr lang, ob ich diesen Artikel verfassen sollte, auch weil mich ein befreundeter Priester, den ich zu Rate gezogen habe, davor warnte. In diesem Dokument wird nämlich das strenge Beichtgeheimnis gebrochen. Aus Liebe zur Wahrheit und vor allem als Mahnung an alle, die die Titus-Verbrechen noch immer gutheißen, aber auch Verbrechen, die im Namen aller anderen totalitären Ideologien getan wurden, zu verurteilen, habe ich mich entschieden, diesen Bericht doch zu schreiben. Mea maxima culpa. Der Brief ohne Absender / die Mörderbrigade der Saualm-Partisanen. Eisenkappel/Zeletzner Kapla, Bezirk Völkermarkt, wenige Kilometer von Bleiburg entfernt. Es ist Dienstag, der 16. April 1985, um die Mittagszeit. Frau Maria Paulitsch sitzt gerade mit ihrem jüngsten Sohn Anton beim Tisch, als der Briefträger Ignaz Ilgauz mit einem Brief für die Wirtin hereinkommt. Frau Paulitsch studierte kurz das Kuvert, der Absender fehlte. Abgestempelt ist der Brief am 14. April, also an einem Sonntag, und zwar am Postamt im Klagenfurter Bahnhof. Um anonym zu bleiben, ist der Absender möglicherweise extra nach Klagenfurt gefahren, um dort den Poststempel zu bekommen und nicht in der eigenen Gemeinde. Sie machte das Kuvert auf und fing den mit einer Schreibmaschine geschriebenen Brief zu lesen an. Sie erbleichte nach einigen Zeilen. Geschockt starrte sie ihren Sohn an, und mit zitternden Händen gab sie ihm das Blatt Papier. PT, Pleno Titulo, Anmerkung die Out. Ich war 1984 zu einem sterbenden ehemaligen Partisanen gerufen worden, zum Versehen und im Laufe der letzten Beichte ergab sich eine schauerliche Beichte. Ich kann mein Inkognito nicht lüften, weil ich eine sehr strenge kirchliche Strafe zu erwarten hätte, wegen Verletzung des Beichtgeheimnisses. Er musste sein Gewissen erleichtern, bevor er stirbt, sagte er. Er beichtete, dass er ein gewisses Fräulein Paulitsch, Pafli, in Gewahrsam hatte, gegen Ende des Krieges, mit 44 Genossen. Sie wollte nicht gefügig sein den Partisanen, sondern nur einem. Darauf ergab es, ein Streit und sie wurde als Spionin erklärt und dann von 42 Partisanen vergewaltigt und dann von ihm in den Wald geführt und erschlagen. Es wusste nur ein Genosse noch, dass sie dann von dem Fleischhacker zerteilt wurde und ein Gulasch gemacht wurde und den Partisanen vorgesetzt wurde, festgepfeffert und gesalzen und Paprika dazu, damit sie nichts merkten. Es war irgendwo in Unterkärnten. Den Ort konnte er nicht mehr sagen. Vielleicht ist Ihnen als Geschäftsfrau eine Pauli bekannt, damit noch das Geheimnis aufgeklärt wird. Es ist möglich, dass seine Beichte wahr war. Vielleicht bringen Sie etwas in Erfahrung, wer diese Ermordete war. Dies zur Kenntnis.
Es war der Täter ein Slowener, ich habe ihn nach der Sprache erkannt. Ich will nicht vor das päpstliche Gericht kommen. PK. 40 Jahre nach dem Verschwinden der damals 17-jährigen Tochter Friede, jemand Unbekannter meldet ihr, was mit ihr geschah. Hochwürden PK wusste gar nicht, dass er seinen Brief an die Mutter des so bestialisch ermordeten Mädchens gesendet hat. Wahrscheinlich wählte er den Namen aus dem Telefonbuch, wo er nach dem Familiennamen Paulitsch gesucht hat, in der Hoffnung, so das Geheimnis des Verschwindens der jungen Frau aufzuklären. Es ist unmöglich, sich auch nur annähernd vorzustellen, welchen Schmerz die Mutter Maria erleiden muss, stehe, wo sie sicher noch insgeheim gehofft hat, dass die geliebte Tochter irgendwann plötzlich auftauchen wird. Titus Partisanen, auch in Kärnten, Koroschi Udret. Der besonders grausame Fall der jungen Friede Paulitsch, Pavlik, ist nur einer von hunderten Verbrechen, die Titus Schergen auf österreichischem Boden, vor allem im Mai 1945 begangen haben. Die Besetzung von Teilen Südkärntens samt Klagenfurt bedeutete für sie die Verwirklichung des Traumes, dieses Gebiet an Großslowenien einzuverleiben. In Klagenfurt haben die Partisanen am 12. Mai eine Bekanntmachung in deutscher Sprache verteilt, in der sie verkündeten, dass hier jetzt Jugoslawien wäre und dass jetzt endlich alle frei und glücklich leben werden. Titus Vize Edward Kadlj, höchst rangierter Slowene in Titus Regime, eilte nach Moskau zum Stalin, um von ihm die Absegnung der Annektierung zu bekommen. Zum Entsetzen Kadljs lehnte der Generalissimus dies ab. Der Stalin spielte nämlich in einer Liga über dem Tito und seinesgleichen, und er hat schon vorher mit den Herren Roosevelt und Churchill alles geregelt, in Jalta. Statt den schon als fixe Tatsache geglaubten Gebietsgewinnen bekamen die Partisanen von den britischen Militärs den Befehl, Kärnten zu verlassen, bei Nichtbefolgen drohte sogar ein Krieg mit den westlichen Alliierten. Darauf haben sie Kärnten verlassen, aber sie gingen nicht mit leeren Händen heim, als Abfertigung übergaben ihnen die Briten zigtausende Kriegsflüchtlinge, darunter mehr als doppelt so viele Zivilisten als Soldaten, deren Schicksal wir alljährlich im Mai gedenken. Während der Okkupation Südkärntens verschleppten die Partisanen mehrere hundert österreichische Zivilisten, die anschließend gemeinsam mit den gefangenen Kroaten, Slowenen getötet wurden. Nun haben sich die Verwandten und Nachlumen von Frieda Paulitsch entschlossen, online zu recherchieren. Eine umfassende Familienrecherche und weitere historische Hintergründe zum Mord an Frieda Paulitsch wurden seitens ihrer Nachkommen rekonstruiert, online im Netz, http://friedapaulitsch.at.